Kameraden, ich begrüße euch zum 12. Lesertreffen mit nur einer halben Stunde Verspätung. Ne? Das ist doch schon mal was wert. Und ich mache jetzt heute Morgen ein paar kurze Ansagen. Ja, oder nicht? Heute Abend. Aber schon Abend. So ist das, wenn man durchgehend arbeitet. Ne? An der ganzen Geschichte. Was jetzt erstmal ganz wichtig ist, organisatorische Sachen, bevor der Kamerad, ich sehe nämlich hier nichts, das ist das Schöne, ich sehe nichts, die Scheinwerfer, ich rede also, da ist er, seinen Vortrag gleich hält. Morgen früh im Laufe des Tages kommen noch mehr Kameraden, Tagesgäste und Leute, die nur eine nicht übernachten. Was mir mal am Herzen liegt, Kameraden, wirklich, ich habe jedem Einzelnen von euch nicht nur unser neues Heft gegeben, hat das jetzt jeder bekommen von euch? Und ich hoffe, ihr findet das total gut. War eine Heidenarbeit. Und dann habe ich noch eine alte Einladung reingelegt wegen dem Programm. Und da stehen die Uhrzeiten drin. Also nicht nur die Bilder begucken, sondern die Uhrzeiten. Da steht drin, wann wir Frühstück machen, wann es losgeht. Zum Beispiel morgen früh. 9:15 Uhr. Genau, 9:15 Uhr hier oben. Stimmt das? Ja. Was heißt das? Nach oben. Nein, wann ist man dann hier spätestens? 5 Uhr. Genau. 9:30 Uhr. Ja, ja. Für die. Nee, nee, bei mir nicht. 9:16 Uhr wird da vorne die Tür zugemacht. Ne? Punkt um. Das ist nämlich wirklich für diejenigen, die hier vorne stehen, das ist eine Unverschämtheit und eine Unhöflichkeit, weil das stört enorm, wenn die Leute andauernd reinkommen. Und wir wollen ja schließlich Deutsche sein. Also wenn sie rausgehen, ist es noch schlimmer. Ist noch schlimmer, ja, dann werden sie erschossen. Aber das überlege ich mir noch. Nein. Also Jungs und Mädels, seid Vorbild, seid pünktlich, damit wir haben ein sehr, sehr strammes Programm und auch ein sehr interessantes Programm. Und zu diesen ganzen Neuigkeiten, ja, was in den letzten halben Jahr passiert, ihr Altengewiesene wissen das ja, ich war ja auf der Flucht, ich bin ein Flüchtling, ich bin wirklich vertrieben worden. Allerdings von Ostwestfalen nach Nordhessen war nicht ganz so weit, ne? Nur knapp 200 Kilometer, aber war schon eine harte Nummer, ne? Wenn man so einfach von den Gerichten, aber ihr kennt das ja alles. Ich werde da aber alles darüber besprechen, auch das Teil hier, ich hoffe es gefällt euch, lest es euch durch, schmeißt es nicht weg, im Gegenteil, ich wünsche mir, das war dann jetzt ab dieses Schneeballsystem, was wir in Gang setzen wollen, wovon ich immer gesprochen habe, Aufklärungsarbeit, 1000 mal 1000, ihr kennt das alles. Da werde ich morgen näher zur Stellung geben, wenn sie alle da sind. Bisher sind 51 Kameraden da, das ist für einen Freitagabend sehr viel. Da muss ich schon mal sagen, Respekt und allerbesten Dank. Es haben sich jetzt angemeldet knapp 80 Leute. Also sind summa summarum noch 29 unterwegs. Ne? Ja, gut. Was ich noch von der Familie ausrichten soll, sie hatten hier einen extremen Wasserschaden hier vor wenigen Tagen. Da ist es runtergekommen und in den Nachbarräumen und überall und oben sollte auch möglichst keiner hingehen. Da sind richtige Deckendurchbrüche. Ja? Also nicht hier durch die Hütten laufen. Und die Toiletten, die wir hier benutzen können, die einzigen sind die da hinten ganz durch links. Ne? Die sind also auch renoviert. Also nehmt euch dran, nicht, dass er dann hier einer durch die Decken fliegt. Aber sie haben es doch schon innerhalb kürzester Zeit hingekriegt. Das ist auch ein Respekt. Frage, ist jeder von euch jetzt ein Quartier? Hat jeder von euch jetzt ein Quartier? Ja. Ja? Ja. Alle zufrieden? Also ich. Ja, Sie auch? Ich bin zufrieden. Ja, gut, aber ihr friert alle, ne? Die Mädels, ne? Naja, warm ist es ja nicht. Ja, aber es wird gleich wärmer hier. Sind bis hierhin oder bis heute Abend hier noch Fragen? Keine. Wunschlos glücklich. Ja gut, dann kann ich ja runtergehen und die Kohle verballern. Das Teil hier nicht wegschmeißen, das meine ich jetzt ernst. Ja, wir hatten das eine doppelte Kontrolle. Wir hatten Veranstaltungen im Knüll gemacht. Ein paar Mal im letzten Jahr hat der eine oder andere ja mitgekriegt und da haben in der Tat versucht, Leute sich einzuschleusen. Nicht? Und ich kann einfach nicht jeden kennen. Und wenn ich jemanden frage, aber die meisten von euch kenne ich ja, zeig mir deine Nummer, dann will ich das Ding sehen. Und das meine ich ernst. Ja? Und was ich noch von der Gastfamilie sagen soll, es sind noch bis morgen Mittag Gäste hier. Gäste, also fremde Gäste, das heißt, benehmt euch anständig da unten, kein Lagerfeuer machen, nicht die Fahne hochsingen.
und dergleichen. Aber ne? Auch morgen Abend können wir. Morgen Abend. hier könnten wir das. Hört ja keiner zu. Aber auch, wo du sagst, morgen Abend. Wir haben das, den morgigen Abend in Hamburg und diesmal auf vielfachen Wunsch von Kameradinnen und Kameraden ist der zur freien Gestaltung. Die meisten, einige, die singen wollen, können singen und die anderen wollen sich allerdings austauschen, wollen reden. Und zu meiner Überraschung war es so, die weitaus überwiegende Mehrheit, ich habe sie alle jetzt genommen, die sich bei mir gemeldet haben, wollen nicht singen, wollen untereinander quatschen, sich austauschen und über die nächsten 10 Jahre sprechen und wie wir uns am besten wehren, wenn hier der Muezzin ruft. Ne? Ja. Da, dein Wort in Odins Ohr, wer war das? Sehr gut, das nenne ich Optimismus. Das bin ich auch, ne? Also das hoffe ich auch, dass wir das verhindern können. Deswegen sind wir hier. Das Konzept dazu bekommt er dann morgen. So, Kamerad, bist du jetzt auch warm? Ja, ich habe gesagt, nur 5 Minuten. Morgen müsst ihr mir ein bisschen länger ertragen. Ne? Dann wird das ganze Konzept hier, ihr habt das Ding bekommen. Das ist ja seit 2 Jahren die erste Ausgabe wieder. Und ich glaube, wer die alten Ausgaben kennt, dass da eine ungeheure Leistungssteigerung ist. Ne? Also wir sind von 40 Seiten auf 64 gegangen, Hefte und so weiter. Das erkläre ich aber alles morgen, wenn alle da sind. Sonst hat das nämlich keinen Sinn. So, Fragen? Okay, kein Rauchen, kein Saufen hier und so weiter. Ne?